das weiß ich von den ersten beiden Malen, dass es am besten ist, sich nicht damit zu beschäftigen, wer allenfalls sich noch bewerben könnte. Man weiß es im Vorhinein sowieso auch oft nicht, weil die allfälligen Kandidaten das nicht offen auch aussagen, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, mit welchen Argumenten ich für eine Verlängerung für eine weitere Periode beim Stiftungsrat antrete. Sie sind derzeit als Generaldirektor mit sehr vielen Kompetenzen ausgestattet. Es kam jüngst auch die Idee auf, dass es einen Zweiervorstand im ORF geben könnte, wo quasi zwei Personen gleichberechtigt das Unternehmen führen. Was sagen Sie zu dieser Idee? Die ist ja auch schon wieder vom Tisch, diese Idee, weil beide, sowohl der Medienminister als auch der neue Mediensprecher der ÖVP, gesagt haben, dass das nicht aktuell ist. Dazu bedürfte eines einer Gesetzesänderung. Eine solche isoliert würde überhaupt keinen Sinn machen, sondern dann wäre eine weitergehende ORF-Reform unter Umständen anzudenken. Das ist aber nicht auf der Tagesordnung. Es gibt jetzt ein OGH-Urteil, wonach jemand, der im Internet Radio hört, keine ORF-Gebühren bezahlen muss. Es wird sich hier sicher einiges verändern. Wie stehen Sie zum Thema Haushaltsabgabe bzw. alternativ zum Thema Geräteabgabe? Das ist ein Thema, das sich bis Ende dieses Jahrzehnts verstärkt stellen wird. Und dann muss man daher, das ist eine der Herausforderungen für die nächste ORF-Geschäftsführung, zu einem neuen Modell kommen. Ich glaube, da sollte man zu Beginn der nächsten Geschäftsführungsperiode mit dem Stiftungsrat, mit der Medienpolitik, mit der Öffentlichkeit eine intensive, aber kurze Debatte führen, welches ist für Österreich das bessere Modell. Dann hat man auch schon die Erfahrungen der Deutschen, der Schweizer, der Finnen. Es gibt, es ist hier in ganz Europa ein Thema und kann sich dann entscheiden. Kommen wir zum Neubau bzw. zur Sanierung des ORF-Zentrums. Wie wird denn der ORF in Ihrer Vision zum Ende dieser Bauzeit im Jahr 2021 aussehen? Wir wollen aus dem Königlberg das intellektuelle Zentrum, das intellektuelle Medienzentrum des Landes machen, indem wir hier die besten Journalisten aus Fernsehen, Radio und Online hier zusammenführen und in unseren Bereichen Kultur, Information, Unterhaltung und Sport hier wirklich auch eine neue Maßstäbe der Zusammenarbeit zwischen den Medien setzen. Und das in einem Standortkonzept, wo wir eben alle an einem Standort gemeinsam arbeiten und wo das auch räumlich optimal unterstützt wird, moderne Technologien, moderne Arbeitsweisen, die einen modernen Journalismus auch in einem modernen Gebäude ermöglichen. Was wird der trimediale Newsroom eigentlich für die Arbeit der Menschen darin bedeuten? Wird es dann Redakteure geben, die sozusagen an einem Thema arbeiten und gleichzeitig Radio, Fernsehen und Internet erledigen? Oder spaltet sich das dann doch weiterhin in Fachbereiche bzw. in Redakteure für Fernsehen speziell, für Radio speziell und für Online speziell auf? Das ist kein Einsparungsprojekt. Wir werden für Journalismus sicher auch weiterhin jedes Jahr mehr Geld ausgeben als weniger. Aber es soll ermöglichen, dass wir uns konzentrieren auf Recherche, Hintergrund und Einordnung und nicht journalistische, redundante Basisarbeit.